Tillmann Schulz, 34, wagt sich erneut auf das Let's Dance-Parkett. Doch seine Reise in der Show ist alles andere als einfach. Schon in der ersten Folge kämpfte der Unternehmer mit einer niedrigen Punktzahl und der harten Kritik von Juror Joachim Lambi, 59, der keine Gnade zeigte. Und auch in der zweiten Show sieht es nicht besser aus. Tillmanns Rumba erntet vor allem Kritik, sowohl im Netz als auch im Studio. Es war eine Stehrumba und keine Bewegungsrumba. Irgendwie ist die Rumba auch nicht verstanden worden, sagt Joachim nach Tillmanns Auftritt unverblümt. Und das spiegelt sich auch in den Punkten wider. Gerade mal einen Punkt vergibt der ehemalige Profitänzer an Tillmann. Doch dieser ist nicht überrascht über die Wertung. Ich habe mit nichts anderem von Lambi gerechnet, kommentiert der Investor. Auch die Fans sind sich einig, Tillmann wird wohl nicht als Dancing Star 2024 aus der Show hervorgehen. Das Publikum steht sogar für Tillmann auf. In welcher Staffel hat sich das eigentlich etabliert, dass die bei jedem auch noch so grauenvollen Tanz aufstehen, schreibt ein Zuschauer. Ein anderer kommentiert, Tillmann, Verlierer der Herzen.